So, Auszeit genommen von Plauer. Wir haben mal ein bisschen reingehört. Und, also man muss mich korrigieren, natürlich 5:4 für Grün-Weiß-Schwerin. Und die Plauer Trainerin sagte gerade, die müssen zupacken, müssen sich den Ball holen. Die Schweriner dürfen den Ball nicht bekommen und nicht abspielen können. Das, was man vorher auf Schweriner Seite auch hörte mit der Ball ist das Ziel. Nun auch die Ausgabe für den Plauer SV. Und mit dem Ausgleich. Da hat sie sich schön durchgesetzt. Maria Schubert mit dem Treffer. Und jetzt nutzt man mal die Möglichkeit, was der Trainer vorhin sagt, das wird er sicherlich auch in der Auszeit angesprochen haben, einfach mal die linke Seite zu nutzen. Alicia Panzer mit dem Wurf an den Pfosten. Weil da ist jede Menge Platz, weil das Schweriner Spiel hatte sich doch sehr nach rechts rüber gezogen. Und jetzt kommt der Ball mit Glück an den Kreis. Und das gibt 7 Meter und 2 Minuten gegen Alicia Panzer. In der D-Jugend dürfen die Mannschaften noch ausfüllen. Aber Maria Schubert mit dem 7 Meter an den Pfosten. Und es gibt Einwurf. Kurze Konfusion am Kampfnehmertisch. Zahlstrafe gegen die Nummer 7 Schwerins, nicht gegen die Nummer 7 von Plauer. Alles regelkonform, alles regelgerecht. Mannschaft von Schwerin durfte wieder auffüllen, hat sie getan. Und Vivian Suhr mit einem schönen Wurf aus der zweiten Reihe zum 6:5 für Schwerin. Und Schwerin geht da gut aggressiv drauf. Amalena Mill, die im Spiel ist für Alicia Panzer. Geht ganz konsequent drauf. Und jetzt aber, da hat Vivian so nicht aufgepasst. Da steht die 10 völlig frei. Alima Pohl mit ihrem zweiten Treffer zum 6:6. Und da hat sie sich schön durchgesetzt am Kreis nach dem Anspiel von Vivian Suhr. Und die bekommt den Ball auch wieder. Und nun nutzt man auch mit Amalena Mill hier die Möglichkeit, auch mal über die linke Seite zu spielen, den Platz zu nutzen, das Spiel breit zu machen, was der Schweriner Trainer gefordert hat. Aber jetzt nach Fuß gibt es die Möglichkeit zum Konter für Plau und die Führung für Plau. Durch die Nummer 16, Henriette Bache. Das Spiel bleibt hier! Und jetzt gibt es 7 Meter für Grün-Weiß-Schwerin. Und jetzt Vivian Suhr. Die erst Amalena Mill werfen lassen wollte, die verzichtete. Und der zweite 7 Meter von ihr ist dann auch drinne. Die Führung zum 7, der Ausgleich zum 7:7. Entschuldigung, wieder Vivian Suhr spielt den Ball rüber und der Ball geht an die Latte. Es ist das spannende Spiel, was wir erwartet haben. Aber man muss sagen, dass Grün-Weiß-Schwerin etwas mehr fürs Spiel macht, etwas besser im Spiel ist, Plau aber besser mit ihren Chancen umgeht. Und nun langsam kriegen sie Pauline Butzlaff mit in den Griff. Der Wurf geht vorbei. Und Alicia Panzer darf das Spielfeld wieder betreten und Trainer gönnt Vivian Suhr da eine Pause. Es bestand auch kein Grund, Amalena
Milda aus dem Spiel zu nehmen. Sie ist gut im Spiel und Alicia Panzer schön aufgepasst. Und der Innenpfosten drin. 8:7 für Grünwald-Schwerin. Da belohnt sie gleich das Vertrauen ihres Trainers in sie. Hat sie schön aufgepasst und die Möglichkeit zum Tor genutzt. Der Ball nach vorne gespielt und der Pass auf Alicia Passer kommt nicht an. Da war eine Plauerin am Ball, so entscheidet der Schiedsrichter auf Einwurf für Schwerin. Dann zeigen sie es ganz links außen an. Ich habe doch Platz, ich habe doch frei. Das, was Schwerin der Trainer sagte. Und Bewegung ist gefragt. Für Schwerin und es ist wieder alles sehr, sehr eng in der Mitte. Und da macht es eigentlich richtig hier auf der linken Außenseite. Anne Schiller, die ganz links außen steht und keiner beachtet sie. Und nun technische Fehler von Anna Schiller. Und da setzt sie sich klasse durch, auch gegen das Trikot greift Henriette Bache mit ihrem zweiten Treffer zum 8:8. Und das ist genau das, was ich schon ansprach. Die Effektivität auf blauer Seite einfach größer. Und der Pass rüber. Und die Führung für Blau. Alima Pohl. Mit dem 9:8 für Plau. Das war jetzt die Auszeit der ersten Halbzeit von Grün-Weiß-Schwerin. Und der Trainer sprach genau das an, was er auch schon die ganze Zeit reinbrüllt und was ich auch schon die ganze Zeit sagte, dass die Schwerinerinnen das Spiel breiter machen müssen. Dass es zu eng ist in der Mitte, dass sie die linke Seite zu sehr vernachlässigen. Und sofort machen sie es wieder, als hätten sie es nicht gehört, aber der Pass war klasse an den Kreis auf Anna Schiller zum 9:9. Und haben sie schön frei gespielt, Pauline Butzlaff. Aber der Wurf wird entschärft. Und jetzt haben sie das Spiel mal schnell gemacht über außen. Aber der Winkel ist sehr, sehr spitz. Aber haben sie Glück, dass der Ball vom Pfosten zurück ins Feld kommt. Wo sie bereitstehen und sich den Ball holen können. Jetzt soll sie anlaufen, soll den Wurf nehmen und der war sehr gut und der war drinne. Friedrun Claude mit dem Treffer zum 10:9 für Schwerin und das kommt dabei raus, wenn man so gut auf den Trainer hört. Und da haben sie aber schlecht aufgepasst. Alima Pohl.
mit dem 10:10. Da stand sie völlig frei, hat sie sich schön gelöst. Und jetzt sind es noch 45 Sekunden in Halbzeit 1. Und der Wurf entschärft von der Torhüterin. Und jetzt haben wir noch 30 Sekunden in Halbzeit 1. Und Schwerin macht es blau mit diesem manndeckenden Spiel sehr, sehr schwer. Und 3 Meter Abstand nicht eingehalten, sonst gut aufgepasst von Alicia Panzer. Und jetzt muss Blau nochmal schnell spielen, es sind noch 2 Sekunden und das war's dann. 10:10 geht's in der Halbzeit zwischen Grünwald, Schwerin 1 und dem Blauer SV. Blauer SV zu Gast beim SV Grünwald Schwerin und genau die setzen sich erstmal durch, Vivian Suhr mit dem ersten Wurf. Aber gehalten und jetzt wollen wir gucken, ob Schwerin etwas an der Effektivität arbeiten kann. Denn dann sollten sie das Spiel hier erfolgreich gestalten können, ansonsten dürfte es sehr, sehr spannend werden. Blau, sehr, sehr effektiv in ihrem Torabschluss und deshalb auch 10:10 hier. Und das war zu offensichtlich, das war klasse aufgepasst durch Pohl, aber Schwerin kann sich den Ball zurückerobern. Und wieder der Ball, Alicia Panzer. Stand sie im Kreis und deswegen zählt das Tor nicht. Da hatte sie sich schön durchgesetzt und der Ball auch endlich mal drin wieder. Und jetzt